Oha, Leute, heute hatten wir richtig, richtig Stress. Ich bin nochmal zu so einem Elektroniker, Car-Elektroniker gefahren wegen dieser Four-Wheel-Drive-Anzeige und der hat aber auch nichts finden können. Und ja, dann bin ich ganz verzweifelt, nachdem ich ja jetzt schon bei zwei oder drei Mechanikern war, das Auto ja jetzt schon, bin ich dann heute zu Ken gefahren. Das ist der Typ, der hier die Roadworthy, also dieses Safety Certificate macht. Und dann meinte ich, habe ihm halt mein Problem geschildert und ihm gesagt, dass ich halt da und da war und bei dem und dem war und dass das alles nicht so geklappt hat. Und dann meinte er so, ja komm, wir fahren mal gerade mit dem Auto. Und er hat dann halt geguckt, ob Two-Wheel-Drive und Four-Wheel-Drive funktioniert. Sind wir in so einen kleinen Hang gefahren, ne, und erstmal im Two-Wheel-Drive ordentlich die Reifen durchdrehen lassen und dann in den Four-Wheel-Drive geschaltet und dann den Berg hochgefahren. Dann meinte er, ja, hier siehst du, funktioniert doch. Und dann sage ich zu ihm, ja, ich weiß, dass das funktioniert, aber es ist diese Anzeige, die da am Blinken ist, die das nicht richtig anzeigt. Und deswegen hat er das letzte Mal keine Roadworthy bekommen. Dann meinte er so, ja, dann klebt doch einfach schwarzes Tape da drüber. Also der ist super locker drauf. Ich denke mal, bei dem werden wir am Montag auf jeden Fall die Roadworthy bekommen mit dem Auto. Das ist schon mal eine gute Nachricht auf jeden Fall für uns. Und dann können wir auch endlich mit dem Auto mal durchstarten. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen. Tada! Da steht der Gute. Und den zeige ich euch jetzt noch ein bisschen. Weil ich habe ja sonst heute nichts aufgenommen. Dann kriegt ihr den wenigstens mal zu sehen. Ja, so sieht der aus, der Gute. Ein Mitsubishi Pajero, Baujahr 1999. Er hat vorne sogar noch da diese zwei Lightspots dran, Spotlights. Kann man sich nachts dann nochmal ein bisschen heller machen, wenn man irgendwo fährt. So einen Korb haben wir oben auf dem Dach. Da sind jetzt zurzeit Stühle drin, Benzinkanister, Ölkanister und Kühlflüssigkeit. Und unsere Schaufel. 278.000 hat er schon runter, aber für australische Verhältnisse ist das noch nicht so viel. Denn in Australien werden die Motoren einfach fast nicht beansprucht. Das ist eine 3,5 Liter Maschine, V6 Motor. Und das Geschwindigkeitslimit ist fast überall 100, 110 km/h. Und die macht er mit Standgas. Also das ist nichts für den. Da kann er ganz gechillt drüber cruisen. Hat sogar ein Tempomat drin. Das ist richtig, richtig cool in Australien, wenn du ein Tempomat hast. Und was für uns natürlich am wichtigsten war, ist das Bett hinten drin. Jetzt haben wir hier so ein cooles Bett. Das ist auf so einer Holzkonstruktion. Die kann man noch umklappen. Also hier ist einmal so, ich zeig das mal gerade. Das ist so ein kurzes Teil, das klappt man noch so rum nach vorne. Dann liegt das da auf der Mittelstütze auf. Und dann hat man eine schöne lange Liegefläche. Weil wenn es so jetzt nur liegt, na, dann labert das hier so ein bisschen vorne runter, wobei das auch nicht so schlimm ist. Und dieses ganze Teil kann man noch nach hinten zurückklappen. Und dann hat man hier immer noch die Sitzbank drin. Und kann hier mit 5 Leuten drin fahren. Hat natürlich auch eine schöne Heckklappe, eine große. Und dann noch jede Menge Stauraum unter unserem Bett. Also hier haben wir zum Beispiel eine Kiste, da sind Gaskocher drin und ein bisschen anderes Zeug. Hier haben wir noch Starterkabel, unsere Kühlbox, unsere ganzen Kochutensilien, die dabei waren. Da sind Töpfe, Pfannen, Besteck und Geschirr ohne Ende mit dabei. Und hier hinter den Fahrer- und Beifahrersitz hat er noch jede Menge Stauraum für unsere Rucksäcke und Packbeutel etc. 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 Ich hoffe, dass Montag alles dann auch gut geht mit der Roadworthy. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Rundgang durch unser neues fahrendes Heim. Ich mache vielleicht die Tage nochmal ein Vergleichsvideo zwischen Van und Four-Wheel Drive. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer Däumchen da lassen, egal ob hoch oder runter. Zeigt mir, wie es euch gefallen hat. Kommentare generell freuen mich und morgen wieder einschalten. Bis dann. Ciao.